Ja, und hiermit willkommen zu The Walking Dead Survival Instinct. Wir legen heute gemeinsam los. It had to be walking this way. You see it? Dixon, it comes at me. You watch where you shoot that thing, okay? Okay, wir spielen die PC-Version, denn allein wegen der höheren Auflösung ist das ein wahrer Segen gegen die Konsolenversion. Die sah ja wirklich so schrecklich aus. Dennoch wird hier alles blind sein. Okay, was haben wir hier drüben? Eine Blutspur. Na, mal sehen, wo die uns hinführt. Nein, mein Sohn, normalerweise ist Blut rot und meins ist definitiv rot. Irgendetwas Großes muss hier richtig viel Blut verloren haben. Okay, gehen wir weiter. Was haben wir hier? Der Kompass, der zeigt uns, wo wir hin müssen. Ja, hier unten diese kleine rote Nadel. Einfach immer schön weiter der Spur folgen. I didn't crouch down, so I might have made too much noise. Best you crouch to keep quiet. Alles klar, mein Freund. Dann hören wir mal auf den alten Säuferbug und machen Psss. Denn immerhin sind wir ja hier auf der Jagd. Wissen wir eigentlich, dass hier Walkers rumrennen? Das Ganze spielt ja vor Atlanta, also bevor die beiden Brüder nach Atlanta gekommen sind, vor der TV-Serie. Oh, was haben wir hier? Na komm schon. Das war doch eben gerade ein perfekter Treffer. Wer feuert hier? Okay, Buck braucht Hilfe. Wir sollten uns beeilen. Oh Mann, Buck können wir vergessen. Der wird hier drüben gerade gefuttert. Einer weniger. Und Nummer zwei. Wow! Holy shit, woher kommen die auf einmal alle? Oh, verdammt, wir dürfen hier doch nicht schießen. Oh, Mann. Okay, wir sind am Ende. Aber einen nehmen wir noch mit. What in the hell, Dixon? Oh, Dixon, oh, no, man. Help me. Daryl, you okay? Dad? Oh, Dad, no! We can... Well, we could... Daryl, he's too busted up. Nothing can be done now, except ease his suffering. Sorry, brother. Okay, wir waren eben gerade gar nicht Daryl Dixon, sondern wir waren wohl sein Vater. Hier drüben, das Jagdmesser. Was haben wir hier? Ein Energy Drink. Damit können wir Gesundheit wiederherstellen. Na gut, brauchen wir gerade nicht, deswegen gleich mal wieder die Klinge raus. Was haben wir hier drüben? Wir schauen uns ein wenig um, denn wir müssen alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Immerhin spielen wir ja hier ein Survival Game. Daryl, come here. Whoa. We gotta work up a plan. Also, der sieht gar nicht gesund aus. Have you ever seen anything like that? If you told me about it, I'd call you a liar. Listen, there's more of them coming. We gotta go. Yeah, the only thing we gotta do is kill every last one of them. Daryl, I know you're upset, but just listen.
That sounds like a whole lot of them. We need to go now. Gather up as much as you can and meet me at the truck. Let's go then. Daryl, remember what we learned about them. Head trauma. Attack the brain. Remember, only thing we know that kills them. And be quiet sneaking out the back door. Don't let them see you. Okay, wir wissen zwar, wie wir sie töten können, aber über den Biss wissen sie anscheinend noch gar nicht so viel. Denn immerhin rennt er ja noch rum und niemand sagt was. Na gut, dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Den Hammer. Nahrungsmittel. Energy Drinks. Und hier drüben ein Sammlerstück. Na, so ein Eichhörnchen kann man immer gebrauchen. Auf jeden Fall eine gute Wahl. Meet me at the truck. Alles klar, Boss. Munition. Okay, dann schauen wir mal. Sehr gut. Wo müssen wir hin? Oh Gott, hier drüben rennen richtig viele rum. Na, wo kommen wir hier hin? Okay, die sieht mich. Wir können sie auch wegdrängen, und zwar so. Aber so killen wir sie nicht, deswegen hole ich mal hier meinen Hammer raus. Und dann geht's los. Ach Moment, wir sollen ja hier schön auf den Schädel gehen. So. Na komm, na komm, na komm. Und weg mit dir. Munition, und hier drüben bekommen wir ein Repartiergewehr. Okay, wir sparen uns jeden Schuss. Benzin. Was haben wir denn hier? Hm. Sieht irgendwie nach einem halben Rind aus. Okay, sollen wir den so wegholen? Oder sollen wir den Hammer nehmen? Ach komm schon. It's Hammer Time, Baby. Hauen wir ihn weg. Also ich muss sagen, die Grafik auf dem PC ist wirklich deutlich besser. Also wenn ihr die Wahl habt, holt es euch für den Rechner. Okay, den kriegen wir. Ganz ruhig. Schön ins Auge rein. Und wieder Treibstoff. Na, wir schauen hier mal in jede Ecke rein. Man weiß ja nie. Okay. Hm. Was haben wir hier? Munition. Finders Keep. Ah, wir können die Gegner ablenken. Coole Idee. Put, 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 put. Da hinten hin. Genau dahin. Oh, der eine will nicht mitziehen. Da brauchen wir noch eine. Na komm schon, und die nächste. Okay, die wollen alle gar nicht ziehen. Na, vielleicht funktioniert die hier. Wieso zur Hölle kann ich die gerade nicht auswählen? Ach, da muss man hier rein. Wow, 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 wow. Okay, jetzt wissen wir auch, wie das geht. Man hat eben gerade gesehen, die können uns so packen, und dann müssen wir eben gucken, dass wir sie abstechen, bevor sie zu nah an uns rankommen. Wir nehmen das Benzin, und es wird Zeit, dass wir abhauen. Finde ich aber cool, dass jeder Zombie hier zum Problem werden kann. Also eine Gruppe, das könnte schon richtig übel werden. Aber genau so muss es sein. Kein Ego-Shooter, sondern eben Survival. Sollen die Ablenkung sein? Oder wieso hängen die hier rum? Was haben wir hier noch? So Fackel. Hier drüben Energy Drink. Und hier ein wenig Nahrung. Okay, sparen wir. Oh Mann, ich habe keine Ablenkung mehr. Nein, 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 so nicht.
Okay, wir sollen hier drüben hin. Aber da sind noch verdammt viele Zombies. Get a move on, Daryl. Hurry up. Okay, können wir einfach hinten drauf springen? Oder wie sieht die Lage aus? Die futtern mich sonst weg. Okay, rein hier. Was haben wir hier? Die Reisekarte. Ach, wir fahren jetzt einfach durchs Land. Und wenn wir Nebenstraßen nehmen, dann verbrauchen wir mehr Benzin. Okay, schauen wir mal. Sollen wir eine Nebenstraße nehmen oder sollen wir den Highway nehmen? Aber wenig Vorräte. Wir entscheiden uns mal hier für die goldene Mitte. Not a damn thing. My phone ain't working either. Hey, about your dad? I don't know what to say about it. Then don't. Leave it be. And we gotta tell Merle what happened. Yeah, I suppose we do. But we ought to warn people first. What? Go to the cops? Please. We gotta go get Merle. Merle, he's... Well, he's just not right. What'd you say to me, old man? Merle's 10 times the man you are. All right, all right. Just seems you boys turn hay into shit when you're together. Gut, wo sind wir nun? Sammelpunkt. Wir können Überlebende verwalten, Objekte auf ihr Fahrzeug übertragen und Objekte auswählen, die sie ins nächste Gebiet mitnehmen wollen. Dann schauen wir mal. Also, er hier. Überlebender! Wir können sie heilen, ausrüsten und losschicken, um Ressourcen zu suchen. Naja, der sieht gar nicht so gut aus. Ob wir den hier losschicken sollten? Andererseits, naja, er ist eh so gut wie tot, also könnten wir ihn auch gebrauchen. Na gut, schauen wir mal rein. Zustand. Er ist noch relativ fit. Dann sehen wir hier keine Waffe. Dann schauen wir mal, was geben wir ihm. Der Hammer. Den würde ich eigentlich ganz gerne behalten, denn bis jetzt fand ich ihn sogar richtig gut. Dann nehmen wir einmal das Gewehr. Und er soll Lebensmittel, Munition beim Wagen bleiben. Benzin. Na, nehmen wir Benzin. Sammelrisiko 25%. Arbeitslos, ja, das sieht man. Na gut, dann gehst du mal Benzin sammeln. Und wir gehen hier hin. Das Inventar. Was haben wir hier? Moment, können wir die auch teilen? Also nur 2 Stück oder ein? Also die können weg, die könnten wir auch im Grunde ihm geben. Die kommen weg, das hier kommt weg. Na, machen wir es so. No driving through that. We're on foot from here. Ah, boy. Bet them psychos came here, too. Yeah, maybe. Town circled their wagons, you see? Looks like a DMZ. If there's any gas, it'll be at Lucky's. Okay, hier kennen wir uns noch aus. Ich denke mal, wir gehen den ganzen Weg runter bis nach Atlanta. Na gut, wir brauchen Benzin. Wo sehe ich meine Mission? Meine Mission, die sehe ich, Moment, hier drüben. Alles klar, wir sollen zur Tankstelle gehen. Noch am Leben? Na, ich hau mal drauf. Nö, der ist hinüber. Okay, dann schauen wir uns hier mal ein wenig um. Denn wir wollen alles mitnehmen, was nur geht. Denn immerhin wollen wir ja überleben. Okay, wir müssen hier rein.
Ein wenig dunkel hier drin. Power's out. Natürlich kein Strom. Aber hier sollten wir doch im Grunde jede Menge Lebensmittel finden. Alles wurde hier gelootet. Oh. Na, hier drüben. Okay. Einer hier. Aber sonst keiner in der Nähe. Dann gehen wir mal langsam ran und finishen ihn. Na komm! Sehr gut. Bleibt er liegen? Come on up here and talk a minute. Use the ladder near the dumpster. Hey man, up here. Moment mal, das könnte eine Falle sein. Auf so Dinge falle ich doch nicht rein. Ich gehe erstmal hier unten rein. Erstmal schaue ich mir hier die Gegend ganz genau an.